Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil von Let's Play American Truck Simulator. Wir nähern uns unserem Zielort, und zwar Illay. Wie ihr seht, ist jetzt schon hier auf der Karte, auf dem Navigationssystem dort zu lesen. Da steht es auch jetzt, erster Aufenthalt in Illay. Da sind wir jetzt hier an unserem Zielort der aktuellen Fahrt hier angekommen. Genau, wir transportieren ja gerade eine Walze hierher von der Grand Canyon Village aus. Also sind in Arizona losgefahren und sind jetzt hier in Nevada. Und jetzt haben wir noch ca. 35 Minuten hier im Spiel, bis wir dann am Zielpunkt angekommen sind, also nur noch ein paar Minuten in echt. Und hier vorne geht es einmal links für uns. Wir machen also einen Tempomaten raus, bremsen langsam ab und halten etwas zu früh an. Hätten noch langsam abbremsen können. So. Und da stehen wir hier gleich links und dann gucken wir mal kurz, wie geht es dann weiter. Rechts, es geht nochmal aus der Stadt nochmal raus. Also wir fahren einmal hier durch die Stadt durch. Ist nur recht klein hier im Spiel umgesetzt. Keine Ahnung, wie groß die jetzt in echt ist. Aber ist hier nur recht klein. Scheint auch gar nicht so viele Firmen hier zu geben, von denen man aus losfahren kann. Müssen wir mal gucken, wie es dann so mit Frachten, Aufträgen aussieht, die wir als nächstes dann annehmen können. Vorne scheint Plasters and Sons zu sein, wenn ich es am Logo richtig erkennen kann. Aber sonst ist halt noch die Firma, wo wir jetzt wahrscheinlich hinfahren. Da könnte man noch was an einen Auftrag annehmen, weil sonst scheint hier nicht so viel zu sein. Wir gucken einfach mal, wenn wir jetzt die Fracht abgeliefert haben. So, ja, dann ist halt noch überlegen, ob wir jetzt davor schlafen oder halt danach. Gucken wir mal, wie viel Zeit wir jetzt überhaupt noch hätten, die wir fahren können. 5 Stunden, eigentlich könnten wir auch, wenn es jetzt nicht wirklich so eine Fracht gibt, wo wir sagen, ah ja, die wollen wir unbedingt fahren. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht falsch, aber nee, ist mal hier richtig abgebogen. Wenn es jetzt nicht irgendeine Fracht gibt gerade, die wir sagen, ach, die müssen wir unbedingt fahren, die wollen wir jetzt unbedingt fahren, dann können wir eigentlich auch erstmal, würde ich sagen, eine Ruhepause einlegen. Ah ne, Walbert gibt es ja auch noch, also es gibt hier schon ein paar Firmen doch zur Auswahl. Genau, weil das haben ja einige von euch in den Kommentaren geschrieben, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn man vor dem nächsten Auftrag, dass man dann da schläft, um halt dann besser danach durchfahren zu können, je nachdem, was man halt für einen langen Auftrag halt nimmt. Wir müssen nochmal gucken von unserem Level her. Wir sind jetzt Level 6. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt durch diese Fahrt vielleicht genug Erfahrungspunkte haben, um aufzusteigen wieder. Wir schauen einfach gleich mal. Jetzt bringen wir aber erstmal die Fracht ans Ziel. Genau, so hier vorne geht es dann rechts lang. Können wir schon mal blinken. So, hier schön anhalten. Weil die wollen eh abbiegen, die Polizei. Dann kommen wir dem Auto, schaffen wir noch, hier rumzukommen. Und jetzt mal hier kurz über den Highway. Jetzt sogar ohne Mittelmarkierung, muss man halt immer so gucken an so Straßen. Zumindest mache ich das immer so. Und das ist wahrscheinlich auch das Beste, dass man möglichst halt dann sich so rechts an der Leitplanke orientiert und jetzt natürlich nicht zu nah rechts an der Leitplanke fährt oder am Straßenrand, aber halt so fährt, dass man halt nicht zu viel in die Mitte kommt, irgendwie so fährt, sondern dass man halt schon so irgendwie möglichst halt sich auf der rechten Seite orientiert. Licht können wir euch auch mal ausmachen. So, zu Bitumen geht es jetzt hier. Sieht auch ganz cool hier aus, die Gegend mit der Wüste und so. Alles halt jetzt noch komplett neue Straße für uns. Da waren wir noch nie unterwegs. Genau, können wir mal gucken, vielleicht werden wir da oben in die andere Richtung, so Nevada noch. Genau, Nevada hier in dem Gebiet, sodass wir hier vielleicht noch irgendwas haben. Nochmal einen Auftrag, weil wir hier auch noch nicht so gefahren sind. Wir müssen eh gleich mal gucken, vielleicht auf der Karte, wo wir jetzt noch nie so waren, dass wir da vielleicht mehr so Aufträge hin annehmen. Ah, guck mal, wie geil, habt ihr es gerade gesehen? Der wollte uns jetzt gerade überholen, das Auto hier hinter uns. Habt ihr es gerade im Außenspiegel gesehen? Das ist ja eine nice Sache. Wusste ich gar nicht, dass es hier auch umgesetzt ist. Ah, geil, das ist auch mal so ein Auftrag hier, wo wir jetzt hier an so einer Baustelle das abliefern müssen. Nur wir kommen von der falschen Seite angefahren. Das ist ein bisschen blöd. Aber habt ihr es gerade gesehen? Vielleicht habt ihr es im Außenspiegel gesehen. Ich glaube, hier kann man aber nicht sowas auswählen wie anderes Einparken oder so. Die muss man entweder automatisch einparken oder... Aber ihr müsst nur mal, wenn ihr es nicht gesehen habt, nochmal zurückspulen bis kurz vor der Stelle, wo ich gesagt habe, guck mal, der wollte uns da überholen. Da sah das nämlich so, zumindest sah es für mich im Außenspiegel so aus, dass der neben uns war und uns gerade da überholen wollte. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sowas hier umgesetzt wurde bei der KI. Aber das ist ja echt eine geile Sache, dass sie hier auf so Landstraßen so überholen. Oder ich habe mich da gerade vertan, aber ich dachte, ich hätte das da gesehen. So, ist natürlich eine kritische Stelle jetzt hier mitten im Baustellenbereich. Aber es kommt ja zum Glück gerade keiner. Ein Stück würde ich jetzt noch vorfahren. Jetzt kommt auch von hinten einer. Wenn man so weit fahrt, dass wir hier so rückwärts fahren, dann kommen was viele. So, jetzt. Aber so ist es nicht auch mal ganz cool,
habe ich, glaube ich, damals auch mal einen Auftrag mal gehabt, bevor ich das Let's Play begonnen habe, als ich mir das Spiel mal ein bisschen angeschaut habe. Bin ich ja, glaube ich, auch mal einmal so einen Auftrag gefahren, wo ich hier so in so einer Baustelle dann sowas abliefern musste. Oder bei der Baustelle auch sowas geholt habe. Ich glaube, sowas hatten wir noch nie hier, ne? Im Let's Play. Finde ich echt eine ganz lustige, coole Sache. Na komm, das muss jetzt passen. Da sind wir richtig. T absatteln. Wunderbar. Und dann gucken wir mal, wie es jetzt weitergehen wird. Da ist die Auftragsabrechnung. 24 Stunden waren wir im Spiel unterwegs. Und sind jetzt hier... Ach, wir waren am Anfang, ganz Anfang Level 6. Jetzt sind wir so Hälfte von Level 6. Und 12.000 Euro Dollar haben wir dafür bekommen. Also ganz schön ordentlich. So, lass uns mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Genau, ich meine nämlich hier so in Nevada waren wir noch nie. Und hier so auch so in Kalifornien waren wir noch nie. Hier unten, das haben wir alles schon ziemlich viel so erkundet. So größtenteils. Gut, hier jetzt auch nicht so. Das San Diego waren wir zum Beispiel leider auch noch nicht. Los Angeles auch noch. Ne, Los Angeles haben wir schon, aber da können wir auch mal irgendwie... Wobei, da waren wir jetzt auch schon öfter, das müssen wir eigentlich nicht unbedingt hinfahren. Lieber da mal so Gebiete, wo wir noch nicht waren, also hier so. Das heißt, wir gucken einfach mal, was der Frachtmarkt so bietet. Hier in L.A. L.A., nicht L.A. Ich habe es jetzt schon wieder L.A. gesagt, was heißt der L.A.? So. Jackpot, das sieht doch ganz gut aus. Das wäre doch was, wo wir noch nicht waren. Und das ist jetzt halt hier, ihr seht, das läuft in einer Stunde ab. Das heißt, wir müssten das jetzt annehmen. Yuma, das ist... Lass uns doch den Gips transportieren, ja. Dann machen wir das. In einer Stunde läuft es ab. In 32 Minuten sind wir da. Dann läuft, dann passt es gerade so. So. Noch gleich ganz anderes, bisschen anderes Fahrgefühl, wenn kein Anhänger mehr dran ist. Beschleunigt gleich viel schneller. Da merkt man sofort einen Unterschied. Es wird ja auch viel schneller die 70 km/h erreichen. Aber gut, wir hatten halt echt ordentlich Gewicht hinten dran. Aber es ist auf jeden Fall sehr gut, dass es halt echt auch so umgesetzt ist hier im Spiel, dass je nachdem, was man für eine Motorleistung hat und was man für ein Gewicht an Ladung hinten dran hat, der LKW halt sich unterschiedlich verhält mit Beschleunigung und Bremsverhalten. Und da war sogar extra sowas, weil es so bergab ging, soll man so runterschalten und so weiter, damit der LKW nicht so schnell wird. Vielleicht habt ihr es eben gesehen, dieses Warnschild an der Seite. So, zu Plasters and Suns geht's und dann... Ja, wir haben jetzt noch... 3 Stunden bis zur nächsten Pause. Aber ich würde eigentlich gerne da hoch mal fahren, diese Strecke halt, die wir da jetzt haben. Und wir wissen halt nicht, ob es, wenn wir jetzt diese Pause einlegen, ob es dann immer noch die Möglichkeit für diesen Auftrag gibt. Deswegen nehmen wir jetzt lieber mal an. Oh, das war gerade mit dem Polizeiauto da. Wir hätten ja fast mit der hinteren Achse da mitgenommen. Vielleicht schaffen wir sogar die ganze Fahrt ohne Pause. Deswegen müssen wir mal gucken. So. Jetzt Walbert. Da vorne noch um die Kurve. Weil es ist ja nicht so weit. Wenn ihr mal guckt, das ist ja nur hier hoch. Jackpot. Das heißt, das spreche ich jetzt bestimmt richtig aus. Oder ich hoffe mal. Ich denke mal schon. Genau, dann geht es wieder an eine Staatsgrenze. Ich weiß gar nicht, welche, zu welchem US-Bundesstaat es dann gehen würde. So. Vorne links geht es dann gleich rein. So ein bisschen mehr Gas geben. Ja, auch wenn wir jetzt gerade ein bisschen zu schnell waren. Macht jetzt auch nichts. So. Und da wären wir. Na, ein bisschen zu früh gebremst. Zwei Ladungen haben die hier stehen, genau. Und wir nehmen... Ah ne, 3 sogar. Barstow waren wir, glaube ich, auch schon mal. Barstow, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Wir bleiben in Nevada. Es geht nach Jackpot. Und dann gucken wir doch mal, wie lange es dauert. Ihr könnt ja mal alle so schätzen, aber ich würde sagen, mehr als 3 Stunden kann das jetzt nicht dauern, oder? So weit ist es jetzt nämlich nicht. Das ist ja eigentlich so, wenn man sieht hier so die Nachbarstadt fast, also naja, Nachbarstadt, aber das wäre also hier in der näheren Umgebung nicht, dass wir fahren jetzt nicht durch eine andere Stadt noch durch auf der Strecke, manches so damit. So, Auflieger aufsatteln. Fliegerstützfüße wird eingefahren und... Ah, 5 Stunden. Doch deutlich länger, als ich dachte. Naja, fahren wir erstmal los und dann pennen wir irgendwo zwischendrin dann. Wenn es dann irgendwie passt. So, also einmal links abbiegen. Das ist doch weiter, als ich dachte. Liegt aber vielleicht auch an der Geschwindigkeit, die man da fahren kann. Wobei, auf dem Highway werden wir wahrscheinlich schon irgendwie 70 fahren dürfen. Also, keine Ahnung, wir gucken einfach mal. Aber wir erkunden noch ein bisschen neues Gebiet. Jetzt sind wir schon bei, ja, über 30% haben wir jetzt schon erkundet an Straßen.
Aber es dauert wahrscheinlich schon ein bisschen, bis man hier, also je nachdem natürlich, wie man fährt, aber bis man hier 100% an Straßen erkundet hat, müsste man so, wenn man in jeder Stadt, in die man fährt, oder an der man vorbeifährt, so reinfahren und so alle Straßen da erstmal abfahren, bevor man wieder weiterfährt. So, wir haben mal wunderbar, schon grün. Also direkt abbiegen. Ja, ist so eine kleine bis so mittelgroße Ortschaft. Dabei ist eher im Vergleich zu anderen Städten so eher klein, würde ich sagen. Aber ich finde es ja auf jeden Fall sehr gut, dass hier so Las Vegas, Los Angeles, San Francisco und so größere Städte, die halt echt so die größten Städte hier sind, die jetzt hier im Spiel, die man hier im Spiel anfahren kann, dass die auch jetzt hier so schön groß umgesetzt wurden, dass man da wirklich schon einige Zeit darin unterwegs ist sozusagen. In echt ist man natürlich noch viel länger da unterwegs halt wahrscheinlich, weil die ja nochmal so riesig sind. Uiuiui, Kollege hier, ganz schön um die Kurve gedüst, ganz schön eine Schräglage bekommen. So, wir haben heute aber einen ganz normalen Sattlauflieger hier hinten drauf, ne? Nichts Besonderes. Schwer ist jetzt, wird nicht so schwer sein, oder? Naja, 34.500 LB. Wiegt doch schon etwas. Ui, Ampel. Oh nee, oder? Ey. Mann. Gerade so in die Innensicht gegangen. Ohne Ampel, Vollbremsung und dann doch zu weit gefahren. Hätten wir auch einfach weiterfahren können. So. Ja, weiter geht's. Spur beendet gleich da vorne. Fahren wir schon mal rüber. Ist ja gerade eh keiner neben uns. Gleich sollten wir LA wieder verlassen, aber jetzt in eine Richtung. Genau, wir kamen da eben von rechts an der Kreuzung, wo wir gerade waren. Da sind wir damals von rechts gekommen, als wir jetzt hier nach LA gefahren sind. Und jetzt geht's hier wieder raus aus LA. Weiter in Richtung Norden ist ja dann, wo wir heute fahren. Und da sind wieder 70 erlaubt. Wunderbar. Ich mach's mal mit dem Tempomat, ich erhöhe uns einfach mal. Truck beschleunigen von allein. Und merkt ihr sofort, wir haben jetzt wieder Fracht hinten dran. Beschleunigt viel langsamer. Das war jetzt eben, als wir das kurze Stück ohne Fracht gefahren sind, wie der einfach abgegangen ist im Vergleich dazu, wie der jetzt hier beschleunigt. Krasser Unterschied. Und, ah, wie geil, Leute. Seht ihr es? An einem Bahnübergang ist sogar heute mal wieder was los hier. Kommt ein Zug vorbei. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr cool, dass hier das so gemacht ist bei Bahnübergängen, dass hier passieren kann, dass halt hier ein Zug kommt. Das ist auf jeden Fall echt eine coole Sache. Dass es auch so runtergehen kann. Genau jetzt, wo wir hier gekommen sind, sind über die Schranken runtergegangen. Sehr cool. So, jetzt wieder 12 Uhr. Kredit wird wieder abgezahlt. Jetzt beschleunigen wieder auf 70 Miles per Hour. Mal gucken mal kurz. Ich weiß gar nicht, wie es mit dem Rastplatz im nächsten aussieht. Der wäre erst hier an der Kreuzung zur Route 80. Ich hoffe einfach mal, dass wir bis dahin noch in der Restzeit kommen, ohne dass wir irgendwie jetzt... Ne, das wird knapp, Leute, das wird knapp, wenn wir 5 Stunden bis da hoch brauchen. Naja, wobei, das liegt unbedingt auf der Hälfte. Ja, wobei, wir haben noch... Es wird knapp, ob wir das schaffen, aber... Ja, wobei, es sieht wahrscheinlich weiter aus, als es eigentlich ist. Wir gucken einfach mal, das werden wir im nächsten Teil dann sehen. Bis heute kommen wir eh nicht mehr bis zum Rastplatz, aber... Wir werden dann sehen, ob wir es bis zum Rastplatz schaffen, ohne Pause... ob wir es bis zum Rastplatz schaffen, ohne... dass wir irgendwie, dass unser Fahrer hier irgendwie in Sekundenschlaf verfällt. Ich hoffe mal nicht, dass es passiert, aber gut, das wäre halt immer so, dann kann ich euch auch mal zeigen, wie das dann ist, aber ich hoffe einfach mal, dass es nicht passiert. Wir gucken einfach mal. Vielleicht sind wir ja sogar ein bisschen schneller als geplant, als hier das Navi das berechnet hat. Und ja, schauen wir einfach mal. Wir kommen auf jeden Fall aktuell, würden wir jetzt, wenn wir jetzt durchfahren könnten, 5 Uhr oder 17 Uhr, würden wir jetzt ankommen, dann in Jackpot. Jackpot. Keine Ahnung, so muss man es bestimmt aussprechen. Ui, was ist hier links irgendwie? Ahnung, was es sein sollte. In so ein Haus. Ne, so ein Haus, eine Hütte irgendwie. Die aber nicht benutzt wird und total zerfallen ist. Keine Ahnung. Ich gucke, jetzt kommt schon diese Linksabbiegung da vorne. Naja, wir gucken einfach mal, ob wir es dann schaffen bis zum Rastplatz ohne das. Also ob wir das Pausenlimit überschreiten oder nicht. Ich glaube sogar, irgendwann ist es zumindest, meine ich, was war im ETS so, dass wenn man zu lange nicht Pause gemacht hat, also halt die Zeit bis zur nächsten Pause schon überschritten hat und es immer weiter überschritten hat, kam man noch irgendwann, dass man auch Strafe dann noch zahlen musste. Weil halt keine Pause eingelegt hat. Na gut, im nächsten Teil werdet ihr es dann sehen, ob wir es schaffen, bis zum Pausenplatz zu kommen, ohne dass unser Fahrer hier in den Sekundenschlaf verfällt oder ob wir kurz mal
hier mit Sekundenschlaf zu kämpfen haben. Das werden wir dann im nächsten Teil sehen. Das war's an der Stelle nämlich schon wieder von dem Teil hier von Let's Play American Truck Simulator. Ich hoffe, der Teil hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Dann hören wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut, haut rein, euer LineGamer1. Ciao.